Drei Monate liegt er zurück. Der letzte Sieg der Sportfreunde Lotte, zuletzt gewonnen gegen VfB Homberg im Dezember 2021. 17 Punkte auf dem Konto, 18. Tabellenplatz. Wenn du noch was mitreden möchtest im Abstiegskampf, dann müssen heute Punkte her. Halbe Stunde gespielt, erste strittige Szene. Vielleicht ein Elfmeter für die Sportfreunde Lotte. Die Trainerbank außer sich. Das war aus ihrer Sicht ein klarer Elfmeter. Wir schauen noch mal ein bisschen genauer drauf. Ich bin da mehr so bei Schiedsrichter Leonidas Exocidis, Tendenz kein Elfmeter. Wenige Augenblicke später, tolle Passstaffette von den Gastgebern über Demai, der findet Maximilian Franke. Der bedient die aufgerückte Hintermannschaft. Wieder Maximilian Franke. Ganz links steht Cedric Euschen frei. Der hat Platz, der zieht ab und dann steht's 1:0. Denkste. Abseits. Es wäre so wichtig gewesen für die Gastgeber, hier nach 30 Minuten den ersten Treffer zu machen. 10 Minuten später, das ist Henry Matter, der hier auf Bitten von Klaus Stenebrügge den Ball nochmal sauber drapiert. Und Achtung, jetzt wird Pinball gespielt. Fabian Lübbers zum ersten, Lübbers zum zweiten. 1:0 für Lippstadt. Der Mann, der im Sommer von der U23 von Schalke 04 gekommen ist, schießt hier das erste Tor nach 42 Minuten. Steringer zunächst am Ball, dann Lübbers ein zweites Mal. Demai kommt ein Tick zu spät und das bedeutet 1:0 Halbzeitführung. Viel Diskussionsbedarf bei den Lotter Einwechselspielern und viel Freibierbedarf bei den Zuschauern. Zweiter Akt, 46. Spielminute, die Gastgeber, die wachere Mannschaft. Mur mit Terzi mit der Flanke, einmal per Kopf verlängert, artistisch weitergeleitet. Und Franke, das muss doch der Ausgleich sein! Wie bitter für Maximilian Franke, der hat den Ausgleich auf dem Fuß. Euschen verlängert und Franke kann ihn nicht aufs Tor bringen. Lange Zeit passiert wenig bis gar nichts. Es sieht nach einem 1:0 Auswärtserfolg für die Lippstädter aus. Das möchte Sebastian Wojcik untermauern. Der kommt über die linke Seite. Karimani in der Mitte. Und das dürfte die Entscheidung sein. 90. Minute, 2:0 für den SV Lippstadt. Fünftes Saisontor für Dardan Karimani. Zweitbester Torschütze bei den Lippstädtern. Und wie bitter ist das bitte für Karim Fionnouk und Tyson Richter, der hier nochmal versucht, den Kochtopf vom Herd zu nehmen, ehe es dann anbrennt. Und dann brennt es auch lichterloh. Die Sportfreunde knietief im Abstiegskampf, die Fans gefrustet, die Spieler emotional. Ja, klar nehmen wir uns das zu Herzen und wir verstehen auch, dass die enttäuscht sind, weil die fahren bis nach Homberg, bis nach Aachen und ja, die geben ihr letztes Herz für diesen Verein. Und das können sie natürlich auch von uns verlangen und das müssen sie von uns verlangen und das müssen wir auch von uns selber verlangen. Und ansonsten war das Spiel erste Halbzeit von beiden Seiten ja nicht mit vielen Chancen besehen. Und dann kriegt man eine Standard rein, wo der Ball einfach, es war ja keine gut getretene Standard, sondern einfach der Ball liegt im Fünfer und die kommen mit dem einen ticken Fuß eher dran als wir. Und dann geht man halt enttäuscht in die Halbzeit, will dann rauskommen und alles versuchen. Und das hat halt auch ein bisschen dazu geführt, dass viele Sachen zu nervös gelöst wurden von uns. Nackenschlag ist dann so ein 2:0 zu kriegen, anstatt dann selber das Ding vorne zu machen. Die Gäste aus Lippstadt weiterhin auf Kursklassenerhalt. Am kommenden Samstag wartet der Wuppertaler SV.